Willkommen zu Fokus Deutsch. Du möchtest besonders viele Punkte in der schriftlichen B2-Prüfung erzielen, dann rate ich dir dazu, Zusammenhänge zu formulieren. Zusammenhänge sind Verbindungen zwischen den einzelnen Sätzen. Wenn du schreiben würdest, ich interessiere mich für Ihr Angebot, ich würde es gerne in Anspruch nehmen, dann ist das nicht schlecht formuliert, aber du hast hier keinen Zusammenhang zwischen den Sätzen hergestellt. Wie kannst du Zusammenhänge herstellen? Wir konzentrieren uns heute natürlich besonders auf Worte, die Folgen ausdrücken. Darunter fallen von den Adverben zum Beispiel dadurch, wodurch und infolgedessen. Diese Worte drücken Folgen oder auch Konsequenzen, Ergebnisse aus. Es gibt natürlich noch viele mehr, aber diese würden dann andere Funktionen haben. Es gibt auch die Präposition durch. Zum Beispiel, durch den Kursausfall konnte ich mich nicht optimal auf die Prüfung vorbereiten. Es gibt auch noch die Konjunktion so dass. Zum Beispiel, das Gerät funktionierte nicht einwandfrei, zum Beispiel der Lautsprecher, so dass die Musik auf der Feier viel zu leise war. Du könntest auch sagen, die Musik war so leise, dass wir gar nichts hören konnten. Wie wir so das verwenden, gucken wir uns gleich nochmal genau an. Wenn du also Folgen beschreiben möchtest, dann eignen sich am besten die Worte durch, dadurch, infolgedessen, wodurch und so das. Du hast zum Beispiel ein Konzert für ein ganzes Wochenende mit einer Übernachtungsmöglichkeit gebucht. Und dieses Konzert wurde jetzt ganz kurzfristig abgesagt. Dann könntest du schreiben, das Konzert, wofür ich ein ganzes Wochenende vorgesehen hatte, wurde kurzfristig abgesagt, sodass ich in Kürze keine anderen Aktivitäten planen konnte. Hier kannst du schreiben, sodass oder wodurch. So das kannst du auch anders verwenden. Du kannst schreiben, das Konzert wurde so kurzfristig abgesagt, dass ich in Kürze keine anderen Aktivitäten planen konnte. Also du kannst auch so das auseinanderziehen, dann steht so vor dem Adverb und das dann nach dem Komma. Also wenn du so das und wodurch benutzen möchtest, dann folgt darauf ein Nebensatz. Und welche weiteren Konsequenzen hatte der Ausfall des Konzertes? Durch den Ausfall der Veranstaltung entfiel ebenso die Übernachtung vor Ort. Vor Ort, das bedeutet in der Stadt, du bist extra in eine andere Stadt gefahren. Dadurch oder infolgedessen verbrachte ich die gesamte Nacht auf der Autobahn anstatt auf dem Konzert. Du siehst, auf dadurch und infolgedessen folgt ein Hauptsatz. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Sie haben eine Kamera erworben, die nicht einwandfrei funktioniert. Einwandfrei, sehr gut, 100% gut. Erläutern Sie, welche Konsequenzen das für Sie hat. Du sollst also beschreiben, was jetzt die Folge dadurch ist. Gucken wir uns das Vokabular zur Kamera ein bisschen genauer an. Eine Kamera verfügt über einen Zoom. Im Aktiv kannst du schreiben, ich kann den Zoom nicht verwenden. Im Passiv, der Zoom ist nicht zu bedienen. Also, der Zoom ist nicht zu bedienen, wodurch ich Tiere aus der Ferne nicht zoomen oder heranzoomen kann. Infolge wirken die Aufnahmen nicht ansprechend, also nicht interessant. Dadurch eignen sie sich keinesfalls für den Verkauf. Keinesfalls, das heißt überhaupt nicht. Eine Kamera hat natürlich auch viele Tasten. Ich kann sagen, jetzt will ich nicht immer Kamera sagen, dann schreib am besten, das Gerät verfügt über eine Taste, eine bestimmte Taste. Die Taste lässt sich nicht betätigen.
Obwohl die Kamera über eine Löschtaste verfügt, lässt sie sich nicht betätigen. Infolgedessen kann ich keine Aufnahmen löschen, sodass die Speicherkarte zu schnell voll ist. Also du hast keinen Platz mehr auf deiner Speicherkarte für weitere Aufnahmen. Wir haben uns jetzt immer Beschwerden angesehen. Jetzt gucken wir uns Folgen in einem Angebot an. Also wie kannst du Konsequenzen auch in einem Angebot schildern? Wir erstellen für Sie eine Webseite nach persönlichen Wünschen. Und jetzt sollst du etwas zu folgendem Punkt schreiben. Welche Vorteile hätte eine Webseite für Sie? Hätte, du hast die Webseite ja noch nicht. Deswegen Konjunktiv 2. Du bist ein Unternehmen, also selbst eine kleine Firma. Und du bist weder groß noch klein, dann sagt man mittelständiges Unternehmen. Als mittelständiges Unternehmen betreibe ich einen Catering-Service, sodass ich mit einer professionellen Webseite neue Kunden gewinnen könnte. Du siehst, auch hier verwende ich wieder den Konjunktiv, da du die Webseite ja noch nicht in Anspruch nimmst. Ebenfalls würden sich lange Informationsgespräche über meine Angebote erübrigen. Erübrigen, die Informationsgespräche finden nicht mehr statt. Es gibt keine Informationsgespräche, wodurch ich mehr Zeit für andere Belange hätte. Belange, wir sagen mündlich Sachen, wir schreiben aber in einem Text Belange. Also man muss ja mit den Kunden Verkaufsgespräche führen und da werden eventuell Fragen gestellt, die eben schon auf der Webseite beantwortet würden. Folglich ist eine Internetpräsenz von großer Bedeutung. Also es ist eine große Bedeutung, es ist sehr wichtig, dass du im Internet präsent bist oder dass du eine Webseite erstellst. Ich hoffe, ich konnte dir hiermit ein bisschen bei deiner Prüfungsvorbereitung weiterhelfen.